Ja, hallihallo zum neuen Video. Ja, heute geht es darum, wir bauen uns eine Saunahütte. Die habe ich ja schon so gut wie fertig, also ein bisschen kleiner bearbeiten. Ich hoffe, ich finde alles Videomaterial so zusammen, weil es natürlich halt ein bisschen gezogen und hat dann auch nicht immer Videos gemacht. Ja, wir versuchen auf jeden Fall mal unser Glück, dass ich alles vernünftig zusammenkriege, wie ich was gemacht habe. Wir haben uns ja diese, da ist sie, die gute, gebaut. Ich wollte keine Kiste mehr haben, deswegen haben wir uns so eine kleine Hütte gebaut, die wir jetzt auch mal gleich anfeuern werden. Wo ist Holz da? Ist Holz da? So ein bisschen Anfeuerholz geholt. Einmal hier Tür auf. Ja, ist momentan noch sehr spartanisch, muss ich sagen. Zwei Liegen, sondern eine schöne Sitzecke hinten rein in die Ecke. Ja, und da kamen mir extrem viele Fragen bei Instagram und so. Wie kriegst du den warm? Ja, mit einem ganz normalen Ofen. Das ist ein ganz normaler Ofen. Der ist zwar Innenluft, aber unabhängig, sage ich mal. Der zieht sich die Luft dadurch das silberne Rohr. Das heißt, er verbraucht hier drin keinen Sauerstoff sozusagen. Ja, den wollten wir kaum da wegschmeißen. Dachte ich, ja, für hier ist er gut genug. Sieht auch noch super aus. Stand zwar ein bisschen im Regen, deswegen rostet er da so ein bisschen. Aber jo, ist halt juicy look, würde ich sagen. Ja, der Feuer lodert ordentlich. Ja, und hier ist eigentlich so die geilste Sache an so einem Ofen. Immer wieder super geil. Ja, der geile Aufguss. Ja, schreibt doch auch mal in die Kommentare, was ihr wie ein Duftöl nehmt für die Sauna, also für den Aufguss. Also mein persönlicher Favorit ist eher so was Wuchtiges, so ein bisschen Kiba. Also hier, das ist schon geil. Ja, da macht Sauna gegen Spaß. Ja, also jetzt, ich sag mal so, mit der Bilderserie weiter und Bilderserie, ich werde euch mal was erzählen, was wir wie und wo es gemacht haben und zum Ende, denke ich mal, werden wir den Ofen dann warm haben und werden gemütlich schwitzen gehen können. Ja, der Hänger wird so langsam leer, die haben wir nicht mehr, die Mischmaschine rappelt, ein Fundament ist fertig, müssen wir gleich nochmal nass machen. Jetzt heißt es halt Schubkarre fahren von hier da hinten rüber. Aber Wetter ist gut, alles schmeckt, deswegen läuft. Saunahaus auch geschafft. Jo, steht gut Wasser drauf. Können wir gleich nochmal nass machen, da das nicht reißt. Jo, hat auch super funktioniert. Auch mit ein bisschen Schubkarre fahren. Aber ja, wir haben angefangen, hier ein paar Rahmen zu bauen. Wir bauen jetzt noch einen. Ja, vielleicht schaffen wir es heute sogar noch recht fest zu feiern. Mal schauen. Wir sind heute Mittag halt kurz bei der Feuerwehr. Aber mal schauen mal. Geht ja normal ratzfatz hier mit meinen Lieblingsschrauben. 6x160 Akkuschrauber dabei. Fertig. Ja, wir haben das Dach zu. Ja, haben jetzt angefangen. Blöde Ding. Außen noch die. Papa, da sind Löcher. Ja, da sind Löcher. Die Folie hinzumachen. Das sieht eigentlich jetzt ganz gut aus von außen. Da springen wir gleich rein. So, sieht also. Es wird so langsam. Da kommen jetzt außen Schwaden dran. So. Doch viel mehr Mengerei als ihr sagt. Aber das Gute ist, wir können schon mal anstochen heute Abend, weil wir haben den Ofen schon drin stehen. Ja, wir fangen mal an, hier die Wände zuzumachen. Ja, Bodendeckelschalung, also eine unten hin und dann kommt noch eine drauf. Direkt einmal direkt schleifen. Ja, und dann sieht er doch schon gleich perfekt aus. Ja, morgen früh sollte Wetter geben, also deswegen einmal flott die gute Hütte eingepackt. Ja, ein paar Schwaden haben wir geschafft. Ja, wir waren dann doch mehr mit den Kiddies noch planschen, aber ja, ein Teil ist schon mal gemacht. Da kommt jetzt eine oben drauf dann noch. Eine Wand fertig, ja, zwei Bretter zu kurz abgeschnitten, wie man schön sieht. Ja, ist halt so. Ja, jetzt ein bisschen einstimmen am Wochenende. Ja, wieder ein Stückchen weiter. Ein Teil habe ich noch gestrichen. Ja, kleines Dach machen ist mehr Arbeit als großes. Also wir haben die Latten drauf, die Randlatte ist drauf. Pfannen sind probehalber drauf, die Rinne ist fertig. Ja, moin, hauen wir damit hier die Seite die Pfannen drauf. Müssen wir hier noch ein bisschen bearbeiten, die schneiden wir hier ab, kommt da bündig dran. Da habe ich nämlich gerne auch keinen Fang an, aber da kann da die Sache, die man machen kann. Deswegen kriegen wir das schon hin. Wir haben
eine Dachfläche noch zugemacht, aber jetzt habe ich auch wirklich keinen Bock mehr. Jo, sieht richtig gut aus, finde ich. Bin mal gespannt, was der Florian dazu sagt, ob ich das gut gemacht habe. Aber ich finde, es sieht gut aus. Beton ist fertig, wir haben eine Wand noch gemacht. Jetzt müssen wir überlegen, ob ich darüber die auch noch mache oder auf der anderen Seite, die Stirnseite. Ja, Konterleitung haben wir fertig, Rinne ist auch dran, Folie drin. Jo, hier gerade mal Fürststein ausprobiert, wie es passend wird. Jo, so könnte es werden. Jo, ich fahre uns mal ein paar Pfannen bei. Also wir machen jetzt gerade da drüben noch das Blech runter, so wie da. Auf der anderen Seite noch. Und dann heißt es Pfannen schleppen. Ist ja wieder so schönes Wetter. Ja, wir haben genau noch 1, 2, 3 Pfannen reinzulegen. Jo, dann haben wir die Seite auch komplett dicht. Morgen noch einen Fürst bauen. Dann die Fürstpfannen drauf. Und dann haben wir es geschafft. Aber ja, wir sind noch ein bisschen fleißig. Oder wir waren fleißig. Wir haben, ich glaube, das erkennt man nicht mehr. Wird zu dunkel sein. Da die Wand. Sozusagen fast fertig. Da fehlen noch 3 Stücke. Da brauche ich so ein paar schmale, schwarze Bretter. Wie man das so sieht. Ja, aber die Wand ist auch fertig. Jetzt gucken wir gerade hier innen drin noch mit dem Kaminrohr. Dafür muss ich aber mal gerade den Dachbestimmwinkel bestellen. Deswegen habe ich das gute alte Geodreieck geholt. Weil, ja, wie sage ich immer so schön, ich baue ja einfach. Deswegen gibt es da keine Maße. Jetzt messen wir gerade, wie grob das Dach ist, damit wir die Dachdurchführung bestellen können, auch mit. Jo. Ja, Spielkinder leben länger, würde ich sagen, so schön. Ja, wir haben den Saunaofen angeschlossen, Dachdurchführung gemacht, oben am Dach abgedichtet. Ja, jetzt machen wir einmal Probelauf kurz, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, mit ein bisschen Holz, aber sieht schon ja, richtig gut aus. Jetzt müssen wir echt noch Bretter machen, damit wir da oben die Ecke noch zukriegen. Das haben wir ja gestern schon geschafft. Und dann waren die Bretter alle. Das ist fertig. Das ist fertig. Ja, da oben, die Giebeldreieck, machen wir noch vielleicht. Ja, hier heißt es heute so fleißig einmal Saunahütte schleifen noch, damit nicht ganz so rau ist. Das, ja, hier ist ein bisschen Säge rau, das schleifen wir noch einmal gerade das Klob mit 80 drüber. Ja, dann streichen wir die einmal. Ja, und wenn man schleift, dann sieht man so lustig aus, wie so ein Schneemann. Ah ja, Wetter ist super. Einmal frei, dann macht das doch Spaß. Ja, nach dem Schleifen kommt dann noch einmal Farbe drauf, weil ja, man sieht den krassen Unterschied. Die Wand ist gestrichen, aber die noch nicht. Also hier rüber noch vorne, fertig. Grundieren hier fleißig den Boden, damit wir hier, ich denke mal morgen oder so, die Fliesen legen können. Vielleicht auch heute ja, zwischendurch. Ja, wir machen jetzt noch ein bisschen da Wasser, da Wasser, da ist der Quirl. Da sind die Fliesen. Ja, da kommen die rein. Da machen wir jetzt noch. Ja, hier die. Das ist ein super Teil. Also für ich die überall brauche, also wenn ihr sowas braucht, kauft euch sowas. Ist von diesem. Jeder weiß ja, wovon das ist. Super Teil. Ja, wir sind fertig. Ich finde, sieht gut aus. Ja, da drin ist halt ein bisschen dunkel schon. Hier draußen geht es noch. Aber ich denke so von der Optik her, von Holz. Sind also auch so Holzoptikfliesen, aber es passt vom Kontrast. Ja, heute Mittag schön einmal foren. So, kann er trocknen und dann abwischen. Fertig. Ja, wir machen heute wieder alles just in time. Also ich habe gerade auf dem Sägewerk eine Lärsche klein gemacht. Die haben wir jetzt schon ja, direkt hier dran geschraubt. Die Stirnbretter, dass die auch mal fertig sind. Ja, sieht ganz gut aus. Da oben in die Mitte machen wir noch irgendein Brettchen. Ich habe mir so überlegt, da machen wir mal, da fräsen wir einfach dann das Baujahr draus oder so, bei 2023 oder so. Oh, 20 Jahren oder so, freut man sich, wenn man sowas sieht. Ja, jetzt der Plan, wir machen nochmal einen Stamm klein. Also wir holen da der da vorne liegt. Dahinter liegen auch noch zwei, aber wir holen den, der da vorne liegt, packen wir da hin und machen dann da draus nur Bretter direkt. Wo wir dann wieder Nudel- und Federbrettchen machen für die Hütte nochmal. So, hier sind die Reste. Ja, das ist dann übrig geblieben von einem ganzen Stamm Lärsche. Für ein ja, bisschen Stirnbretter. Ja, so langsam sieht es aus wie eine Alubude. Ja, Alufolie an der Wand, da machen wir Dämmung. So. Und ja, genau dafür das Feld haben wir natürlich keine Dämmung mehr, müssen wir morgen was noch besorgen. Naja, jetzt machen wir noch ein bisschen Alufolie und dann gucken wir, ob wir noch ein paar Bretter dran machen. Die wir eben gemacht haben, ich weiß nicht. Ich überlege mal, es ist jetzt schon wieder 5 Uhr, eine Katastrophe. Die Zeit, die fliegt. Ja, unschwer zu erkennen, wir sind heute Mittag in der Sauna. Ja, wir machen als erstes mal Kabel
Ölflexleitungen, also die sind ja hitzefest, die Silikonkabel, die sind hitzefest. Darüber, also da draußen hier in die Ecke kommt die Verteilung. Jo, eine Lampe für da. Jo, die zwei gehen nach draußen, zwei draußen. Jetzt haben wir noch eine da in die Ecke, denke ich mir mal, und eine hier in die Ecke. Also hier in die Eingangsecke, das sollte dann hell genug sein. Und dann machen wir hier den Rest Alufolie und dann denke ich schon mal, dass wir da in der Ecke entweder anfangen oder da in der Ecke mit Beplankung. Ja, Alufolie haben wir geschafft. Also ist jetzt eine Runde Alufolie, würde ich sagen. Ja, jetzt gehen wir in der Halle, schneiden ein paar Bretter auf 2,05 Meter. Die passen hier hinten an die Wand. Damit fangen wir an, die machen wir einmal nach oben zu. Ja, dann ist geplant, die Ecke zuzumachen, also hier links rüber weiter. Da der Ofen hier. Ja, auch wenn die Kamera nichts taucht, also wir haben jetzt hier so provisorisch mal eine Tür gebaut. Ja, hier ist alles fertig, mal ein bisschen Probe heizen. Ja, irgendwie um die 40 Grad. Ja, sehr gemütlich heute hier. Ja, wieder sauberes Ergebnis, muss ich sagen. Hat super funktioniert. Sieht richtig gut aus. Ja, das machen wir jetzt noch ein, zwei Mal. Hier. Gute. Die gute Rallye Schwarzmatt. Die hat alles super gemacht. Ja, ein, zwei Mal noch schwarz machen. Einmal schleifen. Und schon ist das super Schild. Schwitzkiste fertig. So. Schnell den Rest hier leer schlabbern und dann geht er ja. Ach, finale Arbeiten an der Schwitzkiste. Also. Ja, Schildchen hängt, Tür ist drin, aber so sieht man ein bisschen besser. Ja, hier machen wir Lüftung. Einmal hier für den Ofen, da kriegt er frische Luft. Also da zieht sich die Luft von außen. Dann wurde da hinten am Ofen angeschlossen. Ja. Hier kommt einfach ein Lüftungsgitter rein, damit man noch ein bisschen frische Luft zusätzlich reinkriegt. Aber es sieht schon so im Hellen ganz gut aus. Also, ja. Heute Abend denke ich mal, erster Test. Ja, wir dämmen gerade noch schnell. Ja, die Tür, da soll eigentlich ein Glaselement rein, das weiß ich aber noch nicht, woher ich das bekomme, oder ich weiß schon, muss man da anrufen. Ja, aber damit wir heute Abend testen können, machen wir da einfach mal gerade ein bisschen Dämmung rein und dann gerade noch Silberfolie drauf und die kann man immer noch wieder rausschneiden. Ja, wir basteln uns mal noch schnell einen Türgriff für die Saunahütte, für außen, innen hatte ich schon einen dran gemacht. Ja, der kommt jetzt außen dran, so, jetzt zwei Schrauben rein, kann man auch vielleicht versteckt machen, aber das soll ja alles ein bisschen rustikal sein. Deswegen, den machen wir erstmal noch dran und dann schauen wir mal, was wir noch treiben. Ja, den Schnapper haben wir montiert. Ja, da mussten wir so eine Latte dran schrauben. Hier ist der Griff jetzt an der Tür. Also, ja. Finde ich, ist gut geworden. Sieht gut aus. Man kann ordentlich benutzen. Ja, da ist der innere Griff. Ja, muss jetzt alles noch so, ich sag mal, über den Winter so ein bisschen Used Look kriegen. Und dann sieht es schon gut aus. Ja, Kameraführung jetzt so ein bisschen tricky hier für Feuer anzumachen. Wir müssen das mit der Asche zusammen raffen da drin. Wir machen nochmal aus. Ja, Feuer anfangen. Ist eigentlich nicht kompliziert, wenn man wüsste, wo Feuer drin ist. Ah, da. Der gute hier, die guten Grillanzünder. Dann sollte Feuerzeug schon funktionieren. Ding rein. Also dafür, dass auch der Kamin ja wirklich nur 2 Meter lang ist, zieht der wirklich richtig gut weg. Hätte ich auch nie gedacht, muss ich ehrlich sagen. Weil normal sagt man ja immer so thermische Höhe 3 Meter oder so. Aber, weil ihr seht ja auch hier schön mit offenem Fenster. Feuer fängt an zu lodern und es kommt auch kein Qualm in die Bude. Oder eigentlich gar kein Qualm in die Bude. Zieht alles super nach oben weg. Ja, damit haben wir gestartet. 1, 2, 3, 4, 5 Hölzer Holz. Da haben wir noch ein bisschen was liegen. Das wird nicht ganz reichen. Also wir brauchen ungefähr eine Handvoll. Also ja, 5, 6 Knüppel. Ja, wir starten bei, ja, wie man so schön sehen kann, weit unter 20 Grad, weil da fängt der Thermometer an zu arbeiten. So fast an Null. Und ja, gut 100% Luftfeuchtigkeit. Also deswegen, ja, wir lassen ihm jetzt mal ein bisschen Zeit. In der Zeit schauen wir weiter, wie wir das alles hier so gebastelt haben. Ja, außen haben wir am Dach Ziegel vom Bekannten bekommen. Haben also nichts gekostet. Ja. Hier haben wir wieder unsere gute Holzrinne. Da ist die Folie drin. Hier die Ecken muss ich noch machen, da bin ich schon dazu gekommen. Aber da wird einfach wieder zugemacht und dann kommt hier ein Kennelrohr runter und geht dann da unten am Boden und wird dann einfach da in unseren Bewässerungsgraben geführt.
Ja, hier oben die Ecke, da wir keinen Aufgang fahren haben, hat der Bekannte, also der ist Dachdecker und Chef da, Meister und so, hat eigene Firma, Blech gemacht, was da so in die Ecke reingeht. Und hier auf dem Kopf haben wir einfach ein Stück Lärschebrett genommen. Man sieht ja, da unten in der Ecke ist es nicht nass, da passiert also nichts. Ja, und hier vorne so auf Kopf ist halt das Lärschebrett. Ja, auf der anderen Seite genauso die Rinne. Ja, außen Bodendeckelschalung. Die Wände alle in Sägerau gehalten. Das ist die Elektrik, die muss auch noch gemacht werden. Ja, ein cooles Schild. Beleuchtung machen wir nachher, dann später wieder rein. Ja, da sind die Haken für die Mäntel. Da soll hier oben noch ein Ablagebrett hin. Also das Wichtigste ist, dass es hier funktioniert. Ja, jetzt gucken wir hier nochmal gerade. Ja, der Ofen läuft. Können wir nochmal gut was reinschmeißen jetzt. Ist gut angegangen. Ja. Ja, es leuchtet hell in der guten Sauna. Ja, der Ofen. Ich weiß gar nicht, wie gut das mit der Kamera geht. Ja, leuchtet noch, läuft. War es jetzt, glaube ich, eine gute Stunde her und jetzt haben wir ja schon. Ja, man kann es, hoffe, man kann es erkennen. Ja, 50, 55 Grad. Ja, und alles mit dem schönen, guten Ofen. Ja, Edelstahlrohr nach oben raus, gedämmt. Dann sind wir da auch auf der sicheren Seite. Ja, und brennt super. Ja, und noch zur Außenbeleuchtung. Ja, ganz einfache Bretter. Dahinter LED-Stripes geklebt. Funktioniert wirklich richtig gut. Sieht optisch auch perfekt aus, würde ich sagen. Also macht schönes Licht. Ja, und hier vorne haben wir uns so eine Lampe selber gebaut. Ja. So Up-and-Down-Effekt. Hinten ein LED-Stripe, oben zwei, das schön nach oben leuchtet und so. Kann man dann wirklich mega das hier erkennen. Ja, auch im Inneren braucht man normal nicht, wenn das Feuer voll brennt. Oh, hier in der Ecke einfach ein, zwei LED-Stripes. Da sind, ich glaube, drei Stück nur drin. So für ganz ruhiges, dezentes Licht. Ja, geht mit, wir gehen noch mal schauen, wie gut es ist. Ich habe das große Licht mitgeholt, weil innen drin... Ja, die gute DJI kann es dann auch nicht so gut mit dem Dunkeln. Ja, also, wir haben, der erste Weg ist zur Sauna, zur Uhr, ja. Ja, 80, 82 Grad. Der Ofen brennt noch. Ja, wir hauen noch mal ein bisschen Wasser drauf für den coolen Effekt. Gucken, ob wir das stellen, das Licht dann dahin. So. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Licht. Ja, hier das sieht doch schon ganz geil aus. So, hier ist noch der Rest Wasser drin. Läuft natürlich jetzt auch schon eine Zeit lang der Ofen. Dann ist das hier das ist so das Geilste. Das Geilste, was es gibt an der Sauna. Also, ja, mega. Ja. Und das Geile, was man auch so cool hier sieht, ja, wir haben an der Decke ja Kiefer verschafft. Ja, jetzt mit dem Licht sieht man das ganz gut. Es ist alles am Arbeiten. Ja, da bleibt eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, sorry für, ich sag mal, teilweise war ja hochkant. Das war halt einfach dadurch, dass Insta-Stories oder so waren. Ja, war nicht so super vorbereitet, aber im Großen und Ganzen kann man, glaube ich, denke ich mal sehen, was wir gebaut haben, wie wir was gemacht haben. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie doch einfach unten in die Kommentare. Ja, und ich denke, wir werden jetzt hier gemütlich ein bisschen die Sauna genießen. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert den Kanal, ja, weil wer dann coole Videos haben will, wie es denn hier weitergeht, weil ich sag mal, hier vorne, ja, hier überall muss auf jeden Fall, wird auch noch jede Menge gebaut, also deswegen, gibt immer wieder neue lustige Projekte aus Holz oder so, deswegen, also ja, einfach Kanal abonnieren und Glocke aktivieren und dann seht ihr auch, wie es hier rund um die ganze Holzbastelei so weitergeht. In diesem Sinne, ich wünsche euch Spaß.